Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Carbon. Nachdem wir in der letzten Folge hier auf der ganzen rechten Seite von Downtown das letzte Territorium erobert haben, geht's nun weiter mit dem nächsten Territorium. Wie hieß das hier eigentlich? Kings Park, genau. Das haben wir zuletzt erobert und nun geht's weiter mit der Altstadt. Die wollen wir zunächst erobern. Und wir fangen an mit diesem Sprint. Gold Valley Rennen, mal wahrscheinlich wieder im Canyon, so wie ich das sehe. Also sieht sehr stark danach aus. Und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Erstmal wieder die schöne Canyon-Zwischensequenz. Die Idee mit den Canyons von den Entwicklern war wirklich eine sehr gute, wie ich finde. Es macht schon wirklich Spaß, hier durch die Canyons zu fahren. So, los geht's. Ja, nur gegen Leute von der Crew von Bushido, also von der Bushido Crew fahren wir jetzt hier. Und wir haben wieder einen wunderbaren Ausblick hier in die Entfernung auf die Stadt. Vor allem in 4K sind so Objekte, die in der Entfernung sich befinden, sehen dann immer besonders gut aus, finde ich. Weil dann so viele kleine Details so nah beisammen sind und deswegen lohnt sich da die hohe Auflösung noch mehr. Also von dem her sieht das hier wirklich bei meinen Grafikeinstellungen wirklich noch besser aus als bei den herkömmlichen. Also sozusagen, ja, hier haben wir wieder einen kurzen Einblick. Da noch eine Stadt. Ja gut, die ist vielleicht jetzt nicht ganz so hochauflösend, aber gut, es reicht auf jeden Fall deutlich, damit man hier einen schönen Ausblick hat. Also, es ist wirklich schön. So, gegen wen fahren wir? Eigentlich gegen Joe, Hanzo und Yumi. Yumi kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist dann noch ein... ja. Crewmitglied, was wir später noch bekommen. Ja. So viel kann ich ja schon mal sagen. Aber genaueres weiß ich jetzt nicht mehr. Das, upsala. Nein, Speed Tracker. Oh. Okay, da wurde ich überholt. Wir sind fast am Ende vom Rennen. Oh je, werden wir jetzt zum ersten Mal verlieren hier oder was? Nein. Nein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Oh nein. Mist. Das wäre der... nein, zum ersten Mal verlieren wir jetzt hier, oder? Nee, zum zweiten Mal. Bei den Bossrennen haben wir auch schon verloren. Verdammt, nur weil ich den einen Fehler gemacht habe. Aber den Trostpreis haben wir trotzdem wieder gewonnen. Yay. Coole Sache. Okay, dann starten wir es kurz neu. Das hat ja nicht lang gedauert hier. Bei dem schönen Rennen, was man sich hier liefert im Canyon, da kann man sich doch sogar eher freuen, dass man hier das Ganze nochmal da machen muss. Weil das ist wirklich cool hier. Vor allem hier ganz oben sieht man besonders viel. Na okay, wenn die Bäume jetzt hier nicht da wären, dann würde man da noch ein bisschen mehr von der Stadt sehen, aber gut, das passt schon so wie es ist. So, Hanzo auf Platz 1, jetzt nicht mehr. Wir haben uns direkt schon im ersten Viertel des Rennens den ersten Platz ergattert. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja diesmal, den bis zum Ende zu behalten. Wenn ich einfach mal keinen dummen Fehler mache. Hier auch erstmal schön durch den Tunnel. Das ist auch ein schönes Detail der Canyon-Strecke. Ja, es macht echt Spaß hier. So, Blick nach hinten können wir auch mal kurz werfen. Aber nicht zu lang. Falls ihr die Gegner sehen wollt, dann schaut immer einfach in den Rückspiegel. Da sieht man sie meistens. Da sehe ich sie auch meistens. Der Rückspiegel sieht auch wirklich hochauflösender aus als noch beim Need for Speed Most Wanted. Fällt mir gerade mal so auf. Ne, bei Need for Speed Most Wanted sah der noch schlechter aus. Das ist auch eine Sache, die verbessert wurde. Cool, wirklich.
So, also die Entwickler haben sich echt Mühe gegeben mit dem Spiel. Das kann man nicht anders behaupten. So, und ich glaube, jetzt wurden hier auch die Abschnitte, wo vorher die, ja, zerbrechliche Leitplanke ist, oder wo die normalerweise ist, die wurden jetzt hier durch so eine richtige Leitplanke ersetzt, so dass man da auch nicht runterfallen kann. Gewonnen! Du wurdest Erster, 15.200 Geld und nochmal Getriebe, Stufe 2, Straßenpaket gewonnen. Schöne Sache! So, dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Rennen, Kontrollpunktrennen. Night Street heißt es, wird kontrolliert von Bushido und wir schalten die Tribal-Vinyls frei. Dann treten vielleicht in der Folge auch noch gegen Kenji an, in seinem Bossrennen. Bin ich mal gespannt. Wird wahrscheinlich noch passieren in dieser Folge. So, Kontrollpunkt drin, okay. Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Glaube ich. So. Ja, dann wollen wir doch mal darauf achten, dass wir hier rechtzeitig beim nächsten Kontrollpunkt ankommen. Zeitbonus von 30 Sekunden haben wir jetzt spendiert bekommen. Und es gibt insgesamt 5 Kontrollpunkte hier zum Durchfahren. Ups. Der sieht ein bisschen aus wie so einer von Bushido. Dieses Verkehrsauto da. Aber ich glaube, das ist nur Zufall, dass der auch in so einer grünen Lackierung daherkommt. So. Hier einmal rum. Dort einmal rum. Und den zweiten Kontrollpunkt durchfahren. Diesmal 45 Sekunden. Zeit in einer Minute in etwa, ja, ist unsere Zeit abgelaufen. Vorher sollten wir durch den nächsten Kontrollpunkt gefahren sein. So, wo fahren wir jetzt hier? In Downtown natürlich. Ah ja, diese Gegend, an die erinnere ich mich auch noch sehr stark von Need for Speed World, wo ja die Map hier auch wieder verwendet wurde. Weil die Map von Need for Speed World besteht ja zu 50% aus der von Most Wanted. Also aus der kompletten Map von Most Wanted und zu 50% aus der kompletten Map von Need for Speed Carbon. Also heißt, das ist jetzt das letzte Spiel, wo die Map in einem späteren Need for Speed recycelt wurde. Die danach kommt ja Need for Speed Pro Street, ne? Nach Carbon, ja. Okay, das hat ja gar keine Open World. Aber ich glaube nicht, was mit Undercover wie eine Open World. Das ist übrigens auch noch blind für mich. Ja, die Welt von dort wurde auch, glaube ich, nirgends wiederverwendet. Von dem her wird da auch wieder eine neue Welt auf uns zukommen dann. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Wie viel Zeit haben wir noch übrig? 36,84. 15.200 Geld und Tribal-Vinyls haben wir freigeschaltet. So, wir haben das Territorium erobert, schalten somit den Renault Clio Version 6 frei oder V6 und somit haben wir jetzt komplett Downtown auch schon erobert. Das geht echt wahnsinnig schnell, muss ich mal so sagen. Live von Kanji. Hast du wirklich genug Pferde unter der Haube? Genug, um mich herauszufordern? Okay, zuerst fahren wir in der Stadt gegeneinander. Und dann, aber nur wenn du gewinnst, kannst du versuchen, um mein Gebiet zu kämpfen. Naja, wenn du glaubst, mich in einem Canyon-Duell schlagen zu können, dann bist du genauso lächerlich wie dein Wagen. Ah. Und wenn mein Wagen nicht lächerlich ist, dann heißt das, ich bin auch nicht lächerlich. Coole Sache. Betreff war übrigens Zeit, die Sache zu erledigen. Ja. Sehe ich nicht anders, Kenji. Sehe ich nicht anders. Und da oben wieder Need for Speed. Porn und Motor Speedway, ja. Ob es den wirklich irgendwo gibt, den Porn und Motor Speedway? Man weiß es ja nicht genau. Und die Musik, die gerade spielt. Sag mal. Achtung, alle Einheiten. Wir bekommen ja, genau. Und daran bin ich jetzt schuld, oder was? Ja, du Penner, sag ich nur. Weißt du, der
zieht auf einmal richtig hart rüber und ruft dann sofort die Polizei an. Alter, und dann bin ich schuld, ja, wahrscheinlich. Meine Güte, ey. So. So. Ja, dann starten wir gleich das Bossrennen. 10 Minuten haben wir noch in etwa Zeit. Wir schalten frei Fahrwerksstufe 2 Profi-Pred. North Road heißt es. 15.000 Geld gibt's da. Ja, los geht's. Warum nicht? Aber erstmal folgt wieder eine Zwischensequenz. Du kennst mich noch, oder? Naja, sieht nicht so aus. Wenn ja, wärst du jetzt bestimmt nicht hier. Ja, tut mir leid, ich kenne dich tatsächlich nicht mehr. Oder noch, hab dich vielleicht auch noch nie gekannt, wer weiß. Ja, da guckst du, hä? Ja, gleich mal überholt, gleich am Start. Damit hättest du wohl nicht gerechnet, hä? Na, kannst ja versuchen, mich nochmal irgendwie zurückzuholen. Aber so wie ich das sehe, sieht das ziemlich schlecht für dich aus, wirklich. Also, da musst du dich schon mehr anstrengen. So. Weiter geht's. Und ja, ich überlege gerade, wann es eigentlich mal Zeit wäre, einen neuen Wagen zu besorgen. Weil unser Wagen ist natürlich cool, aber Leute, wie irgendwie mal in den Rückspiegel schauen, bevor man abbiegt. Hallo, schon mal was davon gehört? Also wirklich, ey. So, ich nehme hier mal wieder richtig schön die Abkürzung. Also wenn Kenji hier das komplette Gebiet, ja, mit seiner Crew vorher eben erobert hatte, dann muss er doch solche Abkürzungen auch kennen und so. Naja. Ich sag ja, viel kann man von den Leuten von Kenji hier nicht erwarten. Sind doch nicht so gut, wie sie angeben. So, da wäre jetzt aber eine Abkürzung gewesen. Nimmt er die? Nö. Na dann. No problemo. Ja, also bisher sieht das hier schon mal ganz gut aus. Kenji ist sogar 4 Sekunden hinter mir. Und ja. Ich muss einfach mal gucken, wie viel die Wagen einfach so kosten, ne? Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht begeben wir uns nach der Folge mal einen, also nach dem, obwohl die Folge wird dann wahrscheinlich schon relativ lang sein. Also in der nächsten Folge fahren wir vielleicht mal zu einem Wagenhändler und gucken uns da mal, schauen uns da ein bisschen um, was es da so gibt. Wäre ich dafür. Aber erstmal müssen wir uns hier darum kümmern, den Kenji zu besiegen. Im Rückspiegel wird hier auch die Welt relativ schnell ausgeblendet. Wenn man mal so in den Rückspiegel schaut. Ja. Ja, so ist das halt. Irgendwo muss man ja Leistung einsparen. Also irgendwo muss man ein bisschen die Eigenschaften einsparen, sag ich mal. Ja, Kenji, wo bleibst du denn? Fast 10 Sekunden schon hinter mir, also so wird das nichts mit dem Sieg. Letzte Runde. Sieht ja schlecht aus für dich. Muss ich ganz klar mal so sagen. Obwohl ich meinen Wagen jetzt in letzter Zeit noch nicht mal mehr leistungstechnisch aufgetunt habe, reicht das hier trotzdem aus. Gegen Kenji. Und tatsächlich, man, im Spiel wird ja auch manchmal so eine Tiefenunschärfe verwendet. Das finde ich auch echt cool. 11 Sekunden schon. Meine Güte, wird immer mehr. Man sollte auch meinen, dass du mich mal wieder irgendwie aufholen kannst, aber daraus wird wohl eher nichts, ne? Ja. Gut, dann gewinne ich das hier mal locker, ne? Da vorne ist das Ziel. 10 Sekunden. Abstand, easy.
Du wurdest Erster. Letendo gewonnen. Geldprämie 15.200. Neu freigeschaltet. Fahrwerk Stufe 2. Profi-Paket. Yay. Und jetzt geht's ab in den Canyon. Es ist deine letzte Chance, das zu kapieren und zu verschwinden. Drei, zwei, eins, go. Okay, schauen wir mal, wie es jetzt hier im Canyon laufen wird. Da habe ich schon ein bisschen Bammel, weil das war auch bei... bei Angie schon ein bisschen schwieriger, wirklich. Kann hier weder Nitro noch Speedbreaker einsetzen. Aber vielleicht ist ja Kenji auch ein bisschen schlechter als Angie. Oh ja, tatsächlich, wir haben ihn überholt. Komm, wenn wir vor ihm bleiben, dann gewinnen wir. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn jetzt schon mal ganz stark verunsichert. Das ist auch viel wert. Scheint mir tatsächlich sogar ein bisschen einfacher zu sein als das Duell gegen Angie. Die Musik ist wirklich richtig cool und passend. Richtig spannend. So, komm schon, Kenji. Das war's für dich, Mann. Ich stoß dich runter. Oh, schade, es geht nicht so einfach. Ich hätte ihn jetzt schon gern von der Klippe gestoßen. Das wäre cool gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber ein Versuch ist es wert. So. Ne, jetzt ist er leider hier zu weit weg. Als dass ich ihn da versuchen könnte, nochmal runterzustoßen. Ja, aber ich glaube, wir haben ja ordentlich Punkte eingeheimst. Also ich war ja, habe ihn ja sogar kurzzeitig überholt. Das war schon ganz ordentlich. Und da vorne ist das Ziel. Bam. Rennen 1 und 2, 104.850 Punkte. Jetzt folgt das zweite Rennen. Jetzt verfolgt Kenji mich. Und ich muss versuchen, dass er nicht so nah an mich rankommt. Hey, war da dieses Schild mit Palmet City? Kann das sein? Kann sein. Das, was wir auch in der Anfangssequenz gesehen haben. Ups. Kann sein, dass es das war. So, die Punkte schwinden nach und nach. Aber wir hoffen einfach mal, dass sie nicht zu schnell schwinden werden. So, 75.000. Schön Gas geben hier. Kurven auch wirklich gut nehmen. Ja, das war jetzt nicht ganz so perfekt von mir gemacht. Und wieder ein schöner Ausblick hier auf die Stadt. Auf Palmet City. So gehört sich das. So. Ja, Kenji. Hast du vor, noch ein bisschen näher an mich ranzufahren? Weil sonst wird das, glaube ich, nichts. Ich glaube, da habe ich doch einen zu großen Vorrat an Punkten mir schon im ersten Rennen geholt. Wir haben jetzt immer noch 35.000 Punkte. Oh, jetzt kommt er aber nah ran. Ah, freu dich nicht zu früh. Okay, 20.000, es wird immer weniger. Jetzt müssen wir uns beeilen. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, aber jetzt... Okay, 6, 5, 4, 3... Boah, das war aber knapp. Aber zum Glück war er am Ende nochmal ganz weit weg. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich verloren. Puh. 18.200, neu freigeschaltet Master Ajax 7. Coole Sache und eine Prämienkarte Weg zum Erfolg. Yay. Wir haben den nächsten Boss besiegt. So sieht's aus. Kenji abserviert. Downtown erobert. Tja, Leute, ich räume jetzt hier richtig auf in der Stadt. Ich hoffe, die nächsten werden mich als ernstzunehmenden Gegner wahrnehmen, ja? Und nicht den gleichen Fehler machen wie Kenji und Angie. Du kannst jetzt zwei Bonuskarten von Kenji auswählen. Ja, wir nehmen wieder Bonussymbol diesmal. Was hatte ich jetzt mal gewonnen? Das.
Vielleicht ist er jetzt wieder einen weiter rechts, also hier. Ach stimmt, wir hatten ja den Wagen von Angie. Stimmt, den habe ich gar nicht mehr angeguckt. Habe ich vergessen. Sorry, Leute. 5000 Geld haben wir gewonnen und dann nehmen wir nochmal hier ganz links. Kriegen wir vielleicht seinen Wagen. Verwarnungsgutschein. Du hast die Option, die Zahl der erlaubten Verwarnungen für einen deiner Wagen um 1 zu erhöhen. Maximal sind es 5 Verwarnungen je Wagen. 5 Verwarnungen je Wagen möglich. So. Ja, okay. Schade, leider nicht seinen Wagen bekommen. Hey, ich suche noch einen Partner. Ich habe genug von Kenji. Ohne mich wäre er nichts. Ich will einen Partner, der überlebt fährt und schnell. Also, wenn du noch jemanden für deine Crew brauchst. Ich bin an der Plaza. Von Yumi. Ja, ich hab's ja gesagt. Wir treffen uns an der Plaza. Jo, da können wir jetzt einmal kurz hinfahren. Müssen wir, glaube ich, sogar. Das nächste Crewmitglied ist da. Mal gucken, was sie so drauf hat, was sie so kann. Werden wir uns mal beim Vorstellungsgespräch ein bisschen anhören. So. Ja, die Leute wollen jetzt alle lieber bei mir mitmachen als bei den anderen Leuten, also. So schnell kann sich das ändern hier, sage ich nur. Billings District wird von uns natürlich kontrolliert. So, hallo. Aber du musst deine Lackierung bitte ändern, sonst darfst du nicht mitmachen. Ich werde dir was sagen, was du wissen solltest. Ich war da, als du verschwunden bist. Ich war auf der Feuertreppe. Von da oben kann man gut sehen. Und man hört auch gut. Einheit 410, 46 bestätigt für Verdächtige Charlie und Bravo. Verdächtiger Alpha im blauen Kyoto. Negativ, wiederhole. Verdächtiger Alpha wird gesucht. Dann kommen die Cops und kontrollieren jeden Wagen. Hey, halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Bis auf deinen, den blauen. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Jemand hat sich da kräftig eingemischt und jetzt brauchst du eine gute Crew, um das gerade zu biegen. Aber was soll denn das gebracht haben, dass sie mich nicht festgenommen haben? Yumi. Scout. Mechaniker. Mechanikerin. Besser gesagt. Du hast ein neues Crewmitglied freigeschaltet. Du kannst dieses neue Crewmitglied auf der Seite meiner Crew rekrutieren. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, sie ist ein Scout. Scouts finde ich ziemlich unnötig. Ich hätte gerne mal einen Schlepper, ehrlich gesagt. Schlepper sind eigentlich ziemlich cool. Also Schlepper, ja, bringen relativ viel. Und Scouts bringen eigentlich so gar nichts fast. Ich fährt den Mazda RX-8. Rennbonus plus 25% Boost für Nitro und Karrierebonus 10% Rabatt auf alle Leistungstuning-Teile. Oh, auch nicht schlecht, aber das ist eigentlich jetzt nicht so wirklich notwendig, weil wir haben, glaube ich, genug Geld. Ja, nee, Scouts kann ich leider nicht gebrauchen. Tut mir leid, Yumi. Da muss ich leider auf dich verzichten. Tut mir leid. Ja, und damit werden wir wieder in die freie Fahrt gelassen. Wir kehren zurück zum Unterschlupf. Haben jetzt 33% Spiel, Karrierefortschritt, also ein Drittel haben wir jetzt bereits abgeschlossen. Fehlen nur noch genau zwei Drittel. Moment, ein Drittel. Wir haben eigentlich schon die Hälfte kontrolliert, ne? Wir haben die Hälfte der Territorien kontrolliert, aber trotzdem nur ein Drittel abgeschlossen. Okay, ich bleibe gespannt. Ach so, und das Massenrennen. Ich würde aber sagen, das lassen wir erstmal aus. Das machen wir dann für den Fall, dass das zu den 100% dazu zählt. Ach so, vielleicht ist dann das letzte mit den restlichen Events, die hier so noch überall verteilt sind. Das kann sein. Ja, das Massenrennen lassen wir aber erstmal aus, würde ich sagen. Und machen dann in der nächsten Folge. Ne, Moment, wir gucken jetzt erstmal uns diesen Wagen an. Ist der eigentlich besser? Oder ist tatsächlich besser? Der ist ja wirklich besser. Ist auch viel mehr wert. Dodge Charger RT. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne die Lackierung von meinem von meinem bisherigen Wagen übernehmen. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, ne? Karrieresteuerung. Mehr Verwarnungen, Wagen verkaufen, Karrieresteuerung.
Ja, dann wählen wir den aber jetzt mal aus. Mal gucken, tunen. Ich kann das echt, ich muss das jetzt alles nochmal machen, wenn ich das machen will, ne? Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Okay. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten Rennen. Wir machen weiter in Fortuna. Genau. Und zwar fangen wir an mit den Fortuna Heights. Okay, ach, da unten sehen wir auch, was wir freischalten, wenn wir das erobern. Okay, das können wir uns ja dann anschauen. So. Was ist das? Ein Rundkurs, 8,2. 7,1. Ja, dann machen wir mal diesen Sprint in der nächsten Folge. Agostini Avenue. Wir schalten den Spoiler-Paket 2 frei. 12.000 Geld gibt's dafür. Jo. Das machen wir in der nächsten Folge als erstes. Ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge und tschüss.